Hallo, heute möchte ich mit euch mal ein bisschen die Firefox-Einstellungen durchgehen, die man so machen kann, um seine eigene Sicherheit zu erhöhen. Der Firefox ist ja von Haus aus eigentlich ein sehr datensparsamer Browser, aber dennoch gibt es ein paar Sachen, die man wissen sollte. Gut, hier war glaube ich nichts, was so richtig problematisch ist. Aber bei der Startseite, wie soll eine Startseite starten? Ja, wie soll die Startseite aussehen? Also zum Beispiel hier diese ganzen Werbeknöpfe und empfohlenen Artikel. Das möchte ich zumindest hier eigentlich nicht haben. Und hier könnte ich eventuell auch eine andere Startseite einstellen, zum Beispiel so eine OSINT Start Me. Da gibt es ja ganz viele. Nix Intel, nehmen wir mal die zum Beispiel. Und hier sind einfach zu ganz vielen Themen die Links schon drin. Und wenn man da eine Start-Me-Seite gefunden hat, die einem besonders gut gefällt, weil da sehr viel Hilfreiches drauf ist, dann kann man die ja auch einfach nehmen und sich gleich als Startseite hinterlegen. Das wäre benutzerdefinierte Adresse auswählen. So. Und dann würde eben mit dieser Start-Me gestartet werden. Und wenn ich das auch bei neuen Tabs haben möchte, nee, dann kann ich das ja so lassen als Firefox-Startseite. Das ist ja jetzt die, die ausgetauscht wurde. Ja, Suche. Möchte ich eine getrennte Such- und Adressleiste? Und was ist das Problem an der ganzen Geschichte? Das erkennen wir daran, dass Suchvorschläge angezeigt werden. Also wenn ich hier jetzt eben was eingebe, dann kriege ich ja hier Vorschläge. Und wo kommen die her? Die hier kommen vom Firefox. Aha. Genau. Die kommen von hier will ich hin. Die kommen vom Firefox. Aber es ist auch so, dass wenn ich hier eben eine Suchleiste habe, dass eigentlich jeder Tastendruck, den ich eingebe, egal ob URL oder Suchbegriffe, halt erstmal an die Suchmaschine geschickt wird und die dadurch dann schlimmstenfalls sehen kann, was ich, ja, wonach ich suche oder welche Webseiten ich aufrufe. Und von daher kann es auch sinnvoll sein für so einen Browser, den man dafür verwendet, eben Suchvorschläge komplett abzuschalten, dass dieses Verhalten praktisch nicht passiert. Und Standardsuchmaschine habe ich hier Yahoo. Das ist, weiß ich nicht. Also bin ich eine ganz gruselige Suchmaschine. Sind noch ein paar andere voreingestellt, wie Startpage und DuckDuckGo. Die kann man natürlich nehmen. Man kann aber auch weitere Suchmaschinen hier unten hinzufügen. Und das ist echt hässlich gelöst gewesen. Da hat sich was geändert, okay. Wieso läuft es jetzt über Erweiterungen? Ich hier falsch geklickt? Nein, weitere Suchmaschinen hinzufügen. Okay. Linux Mint Firefox Search Engine. Bisher war das doch über den ihre Webseite. Genau. Eigentlich sollte ich hierhin gelangen. Und dann kann ich hier halt zum Beispiel sagen, dass ich eben Google haben möchte. Und jetzt steht hier, to add Google to your search engine, right click the address bar
the bottom of the Kontextmenü Google hinzufügen. Ja, also hier mit rechts reinklicken und dann Google hinzufügen. Und dann sollte ich jetzt auch Google hier in meinen Suchmaschinen drin haben. Warum ich da jetzt über den Klick in die Add-ons gelangt bin, weiß ich eigentlich nicht, weil bisher geht es eben über diese Seite, wo man Suchmaschinen hinzufügen kann. Gut, das sollte man wissen. Suchvorschläge würde ich eher abschalten. Datenschutz und Sicherheit, da kann man natürlich für so einen Browser, den man eben für spezielle Zwecke verwendet, gerne auch erstmal streng einschalten. Schwächer kann man es ja immer noch einstellen. Und dann ist halt immer die Frage, möchte ich Cookies gespeichert haben oder nicht? Ja, also verwende ich den Browser jetzt hauptsächlich für soziale Netzwerke? Will ich mich da wirklich ständig anmelden oder verwende ich den Browser für viele Recherchen oder? Genauso möchte ich Passwörter speichern oder nicht? Das sind Fragen, die muss man sich halt einfach stellen für seinen Fall. Genauso möchte ich eine Chronik angelegt bekommen oder möchte ich sie nicht? Das hat ja auch wieder alles Vorteile. Möchte ich also, dass mein Browserverlauf gespeichert ist, dann kann ich natürlich jederzeit nochmal schauen, ah ja, da war ich da und da war ich da. Möchte ich es vielleicht auch einfach, dass die automatisch gelöscht wird beim Schließen? Oder möchte ich sie manuell löschen? All solche Einstellungen kann man eben hier treffen. Ja, hier sieht man es beim Verwenden der Adressleiste folgendes vorschlagen. Suchmaschinen. Ja, jeder Tastendruck wird dann an die Suchmaschine losgeschickt. Das möchte ich in dem Fall eher nicht, sondern wenn, dann möchte ich das bei einer Suche und dann Enter, dass es dann an die Suchmaschine geht, aber nicht schon während ich eintippe. Das ist für einen Browser, den ich privat verwende, ein tolles Feature, aber ja, für den Kontext OSINT-Recherche finde ich das eher problematisch. Dann Datenerhebung durch Firefox, in dem Umfeld auf keinen Fall. Und auch keine Studien. Gefährliche und betrügerische Inhalte blocken, ja, das hängt halt von meinen Recherchen ab. Vielleicht will ich das gar nicht geblockt haben, weil ich mich für diese Themen eben interessiere und dann auf diese Webseiten zugreifen muss. Und ich habe mich ja geschützt, weil das hier ist ja eine virtuelle Maschine. Dazu habe ich ja schon verschiedene Videos gemacht. Und in der virtuellen Maschine, mein Gott, dann wird die halt zurückgesetzt. Und dann ist alles weg. Also da kann ich mir auch eher nichts einfangen, wenn ich dann so arbeite. Genau. Ja, also das sind einfach die Einstellungen, wo ich euch raten würde, euch wirklich genau Gedanken zu machen, was wollt ihr eigentlich haben, wo sind Risiken. Do not track müsst ihr ja standardmäßig. Ah, hier, genau, das hatte ich noch. Hätte ich jetzt fast vergessen. Do not track. Also ich möchte, dass das immer gesendet wird, dass ich nicht getrackt werde. Ja. Passiert trotzdem, dass ich sehr viele Daten immer noch im Internet als Spuren hinterlasse. Aber dafür gibt es noch einige Add-ons. Da werde ich auch noch ein Video dazu machen, welche Add-ons man sich da vielleicht installieren sollte, um seine eigene Sicherheit zu erhöhen. Okay, das war's erstmal. Vielen Dank, macht's gut. Ciao, ciao.